Was versteht man unter einer Funktionsinkarnation? Das ist der konkrete Aufruf einer Funktion. Wir werden hinterher sehen, wenn man Funktionen rekursiv aufruft, bestehen zu einer Zeit unter Umständen mehrere Funktionsinkarnationen. Die Rekursionstiefe ist die Anzahl der aktuellen Funktionsinkarnationen minus 1. So ist das halt definiert. Der Begriff der Inkarnation, den finden wir auch bei Variablen. Variableninkarnation ist die konkrete Ausprägung, das heißt der Speicherplatz einer Variablen. Und wir werden im Zusammenhang mit der Rekursion sehen, dass eine Variable zur selben Zeit durchaus mehrere Inkarnationen besitzen kann, also mehrere Speicherplätze belegen kann. Im Folgenden bezeichnen wir als iterative Algorithmen Algorithmen, die Wiederholungsanweisungen verwenden, und als rekursive Algorithmen Algorithmen, die rekursive Funktionen oder Prozeduren verwenden. Und wir werden sehen, man kann im Allgemeinen oder häufig iterative Algorithmen durch rekursive Algorithmen ersetzen oder auch umgekehrt.